Hallo YouTube, heute gibt es ein Unboxing des TP-Link M53G Mobile Wi-Fi Routers. Die genaue Bezeichnung lautet Modellnummer M5350. Ich habe diesen Router letzte Woche bei Amazon bestellt, da meine bisherige Lösung, das Tethering über das Mobilfunknetz mit dem Nexus S nicht wirklich gut funktioniert hat. Das ist das Gerät an sich. Sehr, sehr klein. Circa 4 bis 5 cm hoch und 3 cm schmal. Circa 1 cm dick und circa 50 Gramm leicht. Was befindet sich noch alles in der Box? Haufenweise Papierkram, ein relativ klobiger, in Anbetracht der Größe des 3G-Routers, sehr großer Netzstecker, wenn man vergleicht. Das Ding ist doch ziemlich groß und ziemlich dick und bietet 1 Ampere Output, Gleichstrom. Weiters befindet sich in der Box ein Micro-USB-Kabel. Der Akku des Geräts. Dieser Akku hat 2000 mAh. Das kann man jetzt hier gut erkennen, 2000 mAh, also die Kapazität eines durchschnittlichen Smartphones. Weiters befindet sich gar nichts mehr in der Box. Sehen wir uns das Gerät einmal genauer an. So, ich habe das Modell mit dem OLED-Display gewählt, wo man diverse Werte wie zum Beispiel den Datenverbrauch ablesen kann. Das Gerät an sich ist mit einer aus Kunststoff gefertigt, mit einer geriffelten Oberfläche. Unten der Boden ist aus Klavierlack, Plastik. Und hier unten rechts befindet sich der Power-Button. Oben der Micro-USB-Eingang zum Laden, unten links und rechts nichts. Hier befindet sich oben noch eine kleine Kerbe, wo man den Deckel abnehmen kann, um den Akku einzulegen, was etwas schwergängig funktioniert. Hier das Innenleben, ein Micro-SD-Karteneinschub, sehr erfreulich, der SIM-Karteneinschub in voller Größe und der Akkuplatz. So, ich habe noch keine SIM-Karte, also lege ich mal den Akku so ein. Ja, will er nicht so richtig, falsch eingelegt, okay, so rum, okay, scheint noch nicht, oh doch, geladen zu sein. Tja, hier sieht man den Vorteil dieser Variante mit OLED-Display. Man sieht hier sehr schön den Netzempfang, die Empfangsstärke, die Akkuanzeige.
Hier würde normalerweise der Provider stehen, also die Provider-Bezeichnung. Hier sieht man die verbrauchten Gigabyte, Upstream und Downstream. So. Das war das Unboxing meines TP-Link M5350. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like. Ciao.